Wir sind den ganzen Tag gelaufen, waren unterwegs und sind jetzt hier oberhalb von Subo. Und ja, es ist Zeit für das Nachtessen. Wir werden sicher ein paar Sachen probieren, aber genug bekommen werden wir nicht. Und ich tendiere auf Säublumenwurzeln heute Nacht als Hauptgang. Wir basteln uns jetzt mal spitzige Knebel und wir mal von Wurzeln auslochen. Weil das ist das, was uns dann nährt. Machen wir. Sieht sehr appetitlich aus. Fressen wie eine Kuh! Die ist noch etwas waschen, weil mit dem Härten schmeckt er alles etwas gleich. Und außerdem hast du vielleicht auch gesehen, da kommt so bei Säublumen die weiße Sauce raus. Ja. Und wenn man die schnell etwas spült, dann ist es noch etwas weniger bitter. Was hast du noch sagen? Dass das Frauenmantel ist, den wir auch noch werden probieren werden. Wilde Münzen, Birkenblätter und Zurampfer. Je mehr das zu kätsch ist, desto bitterer wird es. Ich habe bis 20 kein einziges Gemüse gegessen. Echte Gemüse meine ich, nicht die von den Kühen. Naja. Ja, das ist nicht gut fein. Geht noch. Man hat einfach Hunger, das ist nicht gut fein. Also. Ja, nehmen wir noch einen Biss, gell? Nein, so Krokettli fände ich recht gut. Krokettli fände ich recht fein im Moment. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ganz ehrlich bin, denke ich an Erdbeeridörtli. Auch nicht schlecht. Wir suchen jetzt ein Schlafplätzli. Du fragst dich wegen der Kälte, wegen der Nacht, gell? Ja, also sicher ist es nicht super auf offener Wiese zu pennen. Warum nicht? Ja, es ist einfach, man ist nicht geschützt vor Wind oder irgendetwas. Ich würde jetzt eher tendieren. So. Vor dem Bauer zum Beispiel ist man auch nicht geschützt. Vor dem Bauer ist man auch nicht geschützt. Morgen um 6 Uhr im Traktor oder so. Wilder Sieg. Ich mache das definitiv eleganter als du. Kann ich hier sogar noch so draufhacken und machen. Jetzt bin ich aber gleich im Shit. Jetzt bin ich gleich im Shit sogar. Oh, fuck! Es scheint so, dass wir hier einen Schlafplatz gefunden haben. Bastro hat sich jetzt gerade untersucht auf die Ecke. Er hat keine. Das ist noch erstaunlich, hat er jetzt gerade gesagt. Ich frage mich gerade, ob ich von meinem Küssen wieder träume die Nacht. Vielleicht. Ich liebe mein Küssen. Vielleicht schlafe ich einfach gut, ich bin ziemlich müde. Wir hatten ziemlich weiten Marsch gehabt. Mit Umwegen und Essen haben wir halt gleich nicht so viel gehabt. Ich muss sagen, mit dem Durst ist jetzt besser gegangen. Wir fühlen uns beide gut im Moment. Das, was ich mich einfach frage, ist, ob ich das Feld, wo wir drinnen werden schlafen, morgen nicht einfach extrem feucht wird sein. Das weiß ich auch nicht genau, aber feucht wird sicher werden. Ich würde sagen, das ist der erste richtige Test für unsere Kleider. Your hair is like meadow grass on the tide and the raindrops on. Hast du das Gefühl, wir sollen an einem anderen Ort schlafen, oder was? Ja, ich weiß es nicht so recht. Ich habe einfach jetzt vorhin dort
die Bäume gesehen, die so weit drüber rauskommen. Und also zumindest kann ich glaub, schnell mal schauen, wie das dort ist. Und es kann sein, dass es etwas hellbar ist und nicht so feucht wird die Nacht. Und falls es ihm regnen kann, werden wir nicht von Anfang an nass. Ich habe das Gefühl, wir werden wohler sein dort oben. So. Es gibt zwar zwei, drei Steine zum Wegräumen, aber es ist schon jetzt viel trockener als hier. Und das ist jetzt besser, der Platz, Mensch, oder was? Du, ich denke es mal. Wenigstens jetzt ein Dächli und ich liege schon mal recht gut. So wie es aussieht, ist der neue Schlafplatz noch viel bequemer und noch viel edler als der, den wir vorher im Feld hatten. Jetzt haben wir sogar noch ein Dächli. Wunderbar. Gute Nacht. Ich bin wieder, wahrscheinlich ein paar Stunden später gerade, und es ist echt tatsächlich relativ kalt im Moment. Es hat gerade aufhören zu regnen, es hat zwar ein Zeitchen da. Irgendwie die Kühe haben irgendwie noch ein Rennen gemacht da unten, sie hin und her gerannt, ein Zeitchen. Es ist jetzt in der Nacht und wir wissen nicht genau, ob wir weiter sollen. Schlafen können wir auch nicht mehr. Der Boden ist wirklich relativ kalt. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Ich weiß es nicht. Das heisst, let's go. Let's go. Little by little, the night turns around. Counting the leaves which tremble at dawn. Wir gehen jetzt hier irgendwo so in ein Dorf rein. So nicht doch. Wieso kennst du da aus? So nicht. Dort ist deine Reihe, wie ich denke, habe ich ja schon gehört. Breaking the darkness, waking the great mind. So, wir laufen hier durch das Dorf. Wir wissen nicht genau, wie es heisst. Natürlich trinken wir nicht von den Brunnen, auch wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich ziemlich Lust, mal so richtig einen schönen halben Liter kühlem Jura-Brunnenwasser zu trinken. Das wäre wunderbar. Jetzt geissen. So kommen wir hier. Ich habe auch recht Durst. Wie geht es dir? Ich habe auch Durst. Ich denke, wir müssen einfach die nächste Gelegenheit packen. Etwas anderes gibt es nicht. Und, schau mal, wo der Weg hergeht. Geht der nicht jetzt mehr hier Richtung über? Hügel also in die Richtung. Was meinst du? Das Feuer, das ist doch der Tänner eigentlich. Eigentlich schon, ja. Ja, wenn wir über den Hügel oder hinterher. Kannst du über den Hügel mit Spitzkehren? Irgendwann müssen wir ja gleich, oder? Über den Hügel? Ja. Nein, nicht unbedingt. Wir können auch hier also, über. Wenn wir hinten